Hallo und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2. Jetzt bekommt Mad Mike sowas von auf den Sack, weil er uns ja schon auf den Sack gegeben hat. Und jetzt gebe ich zurück, Alter. Ja, so richtig aber. Da ballert doch schon los. Der Vorteil ist, wir haben wieder Sniper-Munition. Keine Ahnung warum, aber wir haben wieder. Alter, macht doch richtig wenig Schaden. Der hat, glaube ich, irgendwie so Rüstung oder so. Aber sein Schild ist schon weg. Und zack. Oh, mein Schild ist... Oh, Alter. Was geht bei dem ab? Alter, hat der gerade unser Schild zerberstet. Wie nochmal was? Alter, 527, Alter. Und das Geld geht auch noch runter. Come on, mein Geld und eine Waffe, genau. Wollt ihr mich verarschen? Ich habe kein Leben mehr. Ich habe kein Leben. Und du nimmst mir noch mehr weg, du Idiot. Hier, in your face. So, was ist jetzt endlich mal? Puh. Sieht mal ruhig aus. Oh, was hat er getroppt? Na, so ein gammeliges Schild, aber die grüne Waffe ist runtergeflogen, genau. Genau. Alles klar. So, Munition, Granaten, Granate. Schauen wir hier noch kurz, ob es da was gibt. Hier gibt's was. Ah. Rolands Raiders reißen uns in Stücke. Ihre Waffen sind verdammt nochmal zu gut. Aber ich habe die Lösung für dieses Problem. Reißt euch zusammen und hört auf, ständig zu sterben. Und hört auf, vorzuschlagen, dass wir Waffen von diesem Penner Marcus kaufen. Er lebt in Sanctuary. Also ist er genauso ein hinterhältiges, selbstgefälliges Arschloch wie Roland und seine Raiders. Er hat mir das... den Tipp gegeben, um das Spiel zu gewinnen. Wir dürfen einfach nicht so viel sterben. Alles klar. Dann sterbe ich ab sofort nicht mehr so oft. Oh, hier ist Sniper-Muni. Hier gar keine Muni, weil wir schon alles voll haben. So, Speicherstation, Dankeschön. So, was brutzelt denn da? Ich habe nicht die Hälfte meiner Männer verloren, um den meistgesuchten Verbrecher auf ganz Pandora zu entführen, damit ihr mich ignoriert. 50.000, ey, jetzt geht er aber ganz schön runter. Jetzt geht er doch ganz schön weit runter. Feind gesehen, ich hab dir ins Auge geschossen. Oh, schon wieder so ein Grüßer, Browser, keine Ahnung. Schimmel du oder die Welt, keine Ahnung was. Browserbrecher 1. Eieiei, was war das? Gibt's ja gar nicht. So, hier mal eine Granate. Hier sechs Camper. Ah, ich glaube ein bisschen weit geflogen. Oh, jetzt über die Füßen. Oh, habe ich ihn jetzt krätig gemacht? Na, komm heraus, du krätiger Sack. Komm raus. Komm raus. Ha, komm ich grad. Ha, komm ich grad. Komm ich grad hier. Ach komm, der geht auch so sterben. So. Du? Doppelschau! Doppelschau! Alter! Alter, 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 Alter! Geh gleich down! Ich renne hier rum wie so ein, keine Ahnung was, für ein Verrückter. Ich weiß gerade selber nicht, wie ich hier spiele. Voll abgefuckt irgendwie. So.
muss ja sagen, hier, alle anderen spielen ja sicherlich immer so schön in Deckung und so. Und ich mache hier so mal ein bisschen Action und renn mal rein. Und wenn mal, renn mal hier. Ich kann nicht mal reden. Renn hier wild rum und. Haha! Ich habe noch volles Leben und Schild, ihr Bitches! So sieht's aus. Ganz einfach. Footsie in the house. Oh yeah! Okay, langsam werde ich, glaube ich, ein bisschen zu übertrieben und zu überheblich. So, la 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 la. Nein, bitte nicht. Oh, 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 ein blaues Schild. Alter, hier sind ja nur Schilder. Weißes Schild. Grünes Schild. Ist aber eigentlich auch noch relativ schlecht. Das ist da auch. Nova-Radius? Was ist Nova-Radius? Nova-Schaden. Wenn es aufgebraucht ist, setzt es ein Korrosions-Nova frei. Muss zwischen Novas vollständig aufgeladen werden. Okay. So, so eine Art, keine Ahnung, so Atomkraft, Dio-Verstrahlung und so. Aber das ist eigentlich auch nicht so. Roid-Schaden. Nahkampfangriffe für seinen zusätzlichen Roid-Schaden, wenn es aufgebraucht ist. Ha ja, aber irgendwie die Kapazität und so ist halt ein bisschen so schwach. Ich kann, ja, ich kann nicht mal was aufheben. Ich weiß nicht, weil das Schild hat halt viel Kapazität. Und jemand hat auch mal geschrieben, auf mein, aufgrund meines Spielstils brauche ich eigentlich nur viel Kapazität. Und das reicht. Okay, dankeschön für den Tipp. So. Ach, komm mal nicht, geht's. Ja, die Schilde sind alle so ein bisschen so, ne, klar, okay, die haben halt den Schadensdingens. Haben auch gute Preise, deshalb nehme ich sie mit zum Verkaufen, würde ich mal sagen. Vielleicht überlege ich es mir ja noch anders oder so und. Rocket. Ich kann nicht mehr reden, was geht ab? Rocket Torpedo. Ja, ist relativ billig. Da habe ich jetzt eine bessere Version. Das da weg, das da weg. Ach, da nochmal so eine billige Waffe. Hier nochmal, aber egal. So. La 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 la. Hm, hier sind Gegner. Hier Feuerschnecht, geht mal hier entlang. So, oh, 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 eine Pistole. So, wir hatten ja hier doch noch so ein Billigding. Zacka, weg mit dir und rein mit dir. So, die da ist auch billig. Geld nehmen wir mal mit. So, was haben wir denn? Hier Urban. Alter, was hat der da? Stacheln. Mein Elementareffekt geht halt durch das Schild durch. So, auf die Füße. Ich werde überleben. Nein, da hast du es wohl falsch hier gedacht. Ah, die war scheiße geworfen. So, what the fuck off hier? Also, ich hatte doch richtig viel Munition drin. Neue Rocket Torpedo. Alter, der Sound hier voll am Rumspacken. So, da hinten hatte ich doch noch Granaten. Hier habe ich alle aufgebraucht. So, jetzt haben wir wieder voll. So, was haben wir hier? Auch wieder eine Sniper. Achso, ich wollte gerade sagen, was, die macht mehr Schaden wie meine andere Sniper, aber gelogen. So, kurz nachladen. Zack. Und nun. Muss ich mich von einer Waffe verabschieden. Wie wäre es mit der Rocket Torpedo? Torpedo? Sind Sie Pedo? Was haben wir hier unten? Ach, hier haben wir noch so ein Billigschild. Hier haben wir auch noch so ein Billigschild. So, dann nehmen wir hier, hallo, hier. Ja, endlich mal. So, die Waffe mit hier oben. Was haben wir denn hier oben eigentlich Tolles? Sniper-Muni. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob jetzt hier die richtige Richtung ist oder doch nicht. Ich laufe jetzt einfach mal hier entlang. Ich hab doch keinen Plan. Lauter Granaten. Ach, hier ist so eine
Ah, hier müssen wir das Blitzdingens hier ausmachen. Okay. Naja, hier safe mal wieder auftreten. Hat sich geil angehört, wie der ausgegangen ist. So, war das jetzt aber nicht irgendwo hinter uns? Ach, Hallöchen. Der sieht uns nicht mal. Ich hab das Gefühl, das war doch hier. Irgendwo bin ich doch schon mal an so einem Blitzdinges vorbei. Hier! Das finde ich aber ein bisschen scheiße. Lief ganz hier. Markus, okay. Weil wir haben jetzt schon unseren Inventar voll. So, Munition, okay. So, ich könnte jetzt hier die Box zulassen, weil unser Inventar voll ist. Also, ciao. Ihr denkt wohl, wie Idiot, das bin ich wohl. Natürlich schaue ich rein. Alter, wow, die schaut richtig riesig. Mit blauen Waffen, mit grünen Waffen. Munition voll. Munition voll, der Rest interessiert uns nicht. Nein, okay, langsam wird es nicht mehr lustig. So, wieder eine Sniper. So, langsam kommen die Waffen jetzt mal an die Epic-Waffe ran. Naja, ich kann heute gar nicht mehr reden. So, zack, hat die da. Was ist eigentlich mit der da? Kann ich gar nicht anvisieren. Uah! So. Alles so über 200. Das heißt, alles, was unter 200 ist, kann ich eigentlich rausschmeißen. So. Was haben wir hier an Schilden? Schilden. Ist das so richtig? Wir haben halt das Nova-Schild, aber nee, vergessen wir. Wie viele Waffen sind das? Ich glaube, die da kann raus. Nehmen wir mal die zwei. Na toll, jetzt werfe ich halt die alten Waffen auch mit drauf. So, da, die da. So, 216 und 204. Ich werfe mal hier die Waffen weg, sonst werfe ich die auf den Tisch. Das wäre ein bisschen idiotisch. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir halt Schock. Schock wäre halt auch mal geil. Hier haben wir auch Schock. Das ist halt auch die Sache. Die Pistole hat halt mehr Schaden. Man muss aber halt bedenken, die hat halt vielleicht, keine Ahnung, 7 bis 10 Schuss. Und die MP hat halt nur 29 Schaden, hat aber halt, keine Ahnung, an die 30 Kugeln nur und ballert halt viel schneller. Das muss man halt auch irgendwie alles so ein bisschen mitbedenken. Also so einfach ist es gar nicht. Ich meine, okay, die da kann raus. Hier, wir haben gerade lauter so Schockwaffen bekommen. Am Anfang hat man hier immer so Explosiv und Feuer bekommen und jetzt bekommt man Schock. Deshalb würde ich sagen, dadurch, dass wir unten 70, 75, ja, dann fliegt die ja noch raus, auch wenn sie blau ist. Neues Spielzeug! Oh yeah, neues Spielzeug! So. Ich denke mal, im Endeffekt, am Schluss werde ich wohl eh das meiste wieder verkaufen, weil meine Standardwaffen, die ich derzeit benutze, sind eh noch besser. So, wo laufen die rum? Irgendjemand am Fass? Hallo, rennt halt weg. Ah, idiotisch. Idiotisch! Alter, warum streckt er die Hand? Oh, sehr nice. Wo hat der denn geschossen? Ah, Iridium. Hey, ey. Mit seiner Keule. So, der geht down. Ich würde gerade sagen, das war's, aber da hinten. Hat der Effekt übergegangen? Ach nee, doch nicht. Schon gedacht. So, jetzt kommt doch mal hier näher hin. Bisschen langweilig. Die treffen mich ja gar nicht. Oh, schon wieder Iridium. Sehr nice. Hey, wie viel kommen denn da? Hallo? Nicht getroffen? Hier in den Sack. Und ins Gesicht.
So, Iridium. Hallo, darf ich jetzt mal hier endlich mal die Sachen looten? Gibt's ja gar nicht. Hey, ich will da kommen. Na, komm, Mann. Ja, und jetzt hat er sich vernudelt, oder was? Dann gehen wir halt hier mal ein bisschen reinschauen. Oh, Sniper-Munition, sehr gut. So, ja, wenn ihr halt nicht im Nahkampf kämpfen wollt, dann schaue ich halt hier mal ein bisschen rum. Und hier auf die Entfernung ist ja auch nichts Wahres. Oder ich laufe mal hoch. Au, 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 au. Ja, hallo. Oh, der war nice. Sonst entkommst du nicht. Da hinten ist das schon fast explodiert, leider nicht. Ich reiß dich in Stücken. Oh, das ist wieder ein großer. Schnapp sie! Oh, Level 12. Naja, langsam habe ich es aber schon ein bisschen drauf mit den Headshots hier. Also ich will jetzt nicht irgendwie angeben, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, es wird langsam. Oh, was haben wir hier? Hey, Bloodshots. Mir ist aufgefallen, dass ihr keine Waffen von mir kauft. Vielleicht habt ihr ja Angst, dass meine Waren nicht tödlich genug für euch sind. In diesem Sinne, bitte akzeptiert diese Gratiskiste mit Waffen von Marcus Munitions. Wenn euch die Waren gefallen, können wir vielleicht einen Deal aushandeln. Benutzt du erstmal Marcus Waffen, kaufst du nie mehr bei anderen Affen. Alles klar, so ein Affe, ja, mit den Waffen. Ja, aber die Gratiswaffen, die haben ja, glaube ich, schon aufgehoben. Das war ja, glaube ich, in dem Raum da drin. Wenn du das meinte mit den Gratiswaffen. So. Der Slack-Schlucker darf auf keinen Fall Roland befreien. Ohne Roland gibt es auch keine Kohle. Hehehe. Oh, da kommen gleich drei. Egal. Die sind ja easy auf die Entfernung. So, geht der noch down? Bevor ich es vergesse, wir gehen erstmal gucken. Badass Token. Oh, 4. So. Möglicher Elementareffekt machen wir mal. Feuerrate. Und. Granatenschaden. Und nochmal was? Okay. Shit, Ladeverzögerung. Würde ich nehmen. So. Achso, ich wollte eigentlich ja skillen. So, wir skillen weiter in Nachladegeschwindigkeit. Damit er noch schneller nachlädt. So, schön Munition. Und ich muss sagen, Dankeschön fürs Einschalten. Sehr vielen Dank, wenn ihr das Video bewertet. Würde mir sehr weiterhelfen. Und natürlich auch für eure Kommentare. Wiederschauen und reingehauen.